diese... Herzlichen Dank, Sonja Fuhrmann, und willkommen, meine Damen und Herren, zur Aktuellen Stunde hier im Plenarsaal des Deutschen Bundestages. Ja, das Klimathema ist derzeit wieder sehr oben auf, aus mehreren Gründen. Zum einen gab es eben den IPCC-Bericht oder englisch IPCC-Bericht, der gefordert hat, wenn ein 1,5 Grad Erwärmungsziel erreicht werden solle, dann müssten alle Länder der Welt radikal umsteuern mit dem Ausstoß fossiler Energieträger. Diese Energieträger ersetzen durch Erneuerbare, durch Biomasse, durch Sonne, durch Wind. Der zweite Punkt, der das Thema Erderwärmung im nationalen Rahmen groß gemacht hat, war das Gerichtsurteil zum Hambacher Forst. Das Oberverwaltungsgericht hat dem Energieversorger RWE untersagt, den Wald zu roden. Diese Rodung war die Voraussetzung für weitere Förderung. War, das haben Sie selbstverständlich gesehen, sehr umstritten. Aktivisten in Baumhäusern, im Wald, Polizei, die diese Häuser geräumt hat, kaputt gemacht hat, Demonstrationen. Und letztlich war auch ein Toter zu beklagen dort. Nun, das Oberverwaltungsgericht hat entschieden, der Wald darf zumindest vorerst nicht gerodet werden. Und wenn eine Entscheidung in der Hauptsache ergeht, das kann nächstes, möglicherweise übernächstes Jahr sein, dann kann man damit rechnen, dass die sogenannte Kohlekommission, die ja die Bundesregierung eingesetzt hat, die ein Ausstiegsszenario entwerfen soll, aus der Verbrennung der Braunkohle in Deutschland. Dass also diese Kohlekommission bis Ende des Jahres Ergebnisse geliefert hat, auf Basis von denen man dann bewerten kann, ob es nötig ist, diesen Hambacher Wald mit seinen zum Teil Jahrtausende alten Bäumen wirklich zu roden. Das dritte Thema, meine Damen und Herren, in diesem Zusammenhang, das war eine Nachtsitzung der Umweltminister der Länder der Europäischen Union. Und da geht es um die weitere Reduktion von Ausstoß, von CO2-Ausstoß im Verkehr. Es gibt dort durchaus unterschiedliche Vorstellungen. 40% wollten einige Länder, 40% Reduktion. Deutschland zusammen mit osteuropäischen Ländern war da nicht so ehrgeizig, wollte eine Reduktion von 30%. Die Einigung ist golden und in der Mitte gestern getroffen worden, 35% zwischen 2020. Die nächste Nachfrage stellt die Abgeordnete Katja Kohl. Zwischen 2020 und 2030, und zwar auf Basis der dann im Jahr 2020 gültigen Schadstoffwerte. Das heißt also, dass der Kfz-Verkehr, dem er oft vorgeworfen wird und wurde, seinen Beitrag nicht zu leisten zur Reduktion von Schadstoffen, dass der Kfz-Verkehr innerhalb der nächsten 12 Jahre doch sehr deutlich sich beteiligen muss. Es gilt ja, dass wir wissen Sie sicher auch, die Flottenregelung, es darf durchaus schwere Kfz geben, die viel CO2 ausstoßen, aber dann muss ein Hersteller eben auch Autos am Markt haben, die sehr wenig oder möglicherweise gar nichts ausstoßen. Das wären dann E-Autos. Man darf sehr gespannt sein, wie das weitergeht. Ein Beschluss der Umweltminister ist jetzt noch nicht bindend, zumal es auch eine Divergenz gibt zwischen dem, was sich das Europäische Parlament erwünscht. Also da ist diese Zahl noch nicht sakrosankt. Sie wird sicherlich noch hin und her diskutiert werden. Ja, meine Damen und Herren, all das, all diese drei Themen hat die Grünen zu dem Entschluss, die grüne Fraktion zu dem Entschluss gebracht, hier eine Aktuelle Stunde zu beantragen, notwendige Klimaschutzmaßnahmen zur Einhaltung des 1,5
Grad Klimaziels, das ja so in Paris beim Klimagipfel beschlossen worden ist, 1,5 deutlich jedenfalls unter 2, soll die Erderwärmung auf Basis der vorindustriellen Zeit begrenzt werden. Experten sagen, das ist kaum noch möglich, das ist nur noch möglich mit einem radikalen Umschwung im Bereich der Verbrennung fossiler Energieträger. Wir werden hier hören und sehen, ob die Bundesregierung sich neu greift, neue Initiativen ergreift im Zuge dieses IPCC-Klimaberichts und was es sonst hier Neues gibt. Nun ist es so, meine Damen und Herren, dass hier, deshalb rede ich so auch ein bisschen länglich, die Fragestunde, die ja der aktuellen Stunde stets vorausgeht, die Fragestunde noch in Gange ist. Und es geht um den Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung. Dort hat die Abgeordnete Fidesz-Polat, Bündnis 90 Die Grünen, eine Frage gestellt, schriftlich gestellt, zu Luftverunreinigungen auf dem Gelände einer Bundeswehrdienststelle in Meppen. Und jetzt habe ich schon fast zu viel geredet, denn Bundestagsvizepräsidentin Pau beendet jetzt gerade diese Fragestunde, sonst hätte ich Sie da noch ein bisschen zuhören lassen. Jetzt also die bereits angekündigte aktuelle Stunde, die jetzt gleich beginnt. Erste Rednerin ist für die beantragende Fraktion, für die Grünen, deren Abgeordneter Oliver Krischer. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Abgeordnete Oliver Krischer für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Weltklimabericht IPCC hat eine klare Botschaft. Die globale Klimaerhitzung kann noch begrenzt werden, aber dafür braucht es rasche und beispiellose Veränderungen in der Gesellschaft. Und ich finde, das muss Auftrag an jede verantwortungsvolle Regierung sein, das ins Zentrum ihres Handelns zu setzen, meine Damen und Herren. Der Bericht hat aber auch eine andere Botschaft, nämlich dass es einen Unterschied macht, ob die Weltklimaerhitzung 1,5, 2 oder am Ende sogar 3 oder 4 Grad sein wird. Das ist nicht nur eine Frage für irgendwelche fernen Gletscher oder Korallenriffe. Nein, es ist eine existenzielle Frage, auch für uns hier. Der Dürresommer hat das gezeigt. Und es wird am Ende über das Schicksal von so mancher Küstenstadt in Deutschland entscheiden. Und deshalb müssen wir aus Eigeninteresse schon handeln, nicht nur, um andere auf der Welt zu schützen. Und ich finde, jede Bundesregierung sollte eigentlich den Klimaschutz ins Zentrum ihrer Politik setzen und konsequent handeln, zumal, das muss man ja auch mal einfach klar dazu sagen, das auch große wirtschaftliche Chancen mit sich bringt. Dafür gibt es viele Studien. Aber was wir in diesem Land erleben, ist, dass seit 10 Jahren praktisch keine Klimaschutzpolitik mehr stattfindet. Wir haben Ziele, Bekenntnisse, Sonntagsreden, die haben wir massenhaft. Aber gehandelt wird nicht. Und das hat sich inzwischen in der Bevölkerung bei den Menschen rumgesprochen. Und deshalb waren auch am Wochenende 50.000 Menschen im rheinischen Braunkohlerevier am Hambacher Wald und haben demonstriert, weil sie gesagt haben, wir wollen, dass endlich gehandelt wird, meine Damen und Herren. Und diese Menschen verstehen nicht, dass der größte Polizeieinsatz in der Geschichte des Landes Nordrhein-Westfalen mit Kosten im hohen zweistelligen Millionenbereich in Gang gesetzt wird, um dort zu verhindern, dass Leute genau das durchsetzen wollen, was der IPCC fordert. Denn wir haben eine Realität in Deutschland, und das belegen viele, viele Umfragen. Mehr als 3/4 aller Menschen und die Mehrheit aller Wähler aller demokratischen Parteien wollen einen schnellen
Kohleausstieg und befinden sich damit in völliger Übereinstimmung mit den Forderungen des IPCC. Dagegen steht in den Parlamenten, und man muss leider sagen, auch hier und im Landtag in Nordrhein-Westfalen, ein fossiles Einheitskartell aus Union, SPD und FDP. Meine Damen und Herren, ich frage Sie, machen Sie eigentlich Politik für Ihre Wählerinnen und Wähler oder für die Konzerninteressen von RWE? Und das muss hier mal genannt werden. So. Der Ambacherwald ist zum Symbol für eine Klimabewegung in Deutschland geworden, die deutlich machen möchte, dass es nicht weiter sein kann, und das werden wir ja gleich wieder hören, dass die Politik alles aussitzt und am Ende es die Gerichte sind, die die Entscheidungen treffen. Es kann doch nicht sein, dass eine Bundesregierung und es recht eine Landesregierung mit ihrem Ministerpräsident Laschet sich zu diesem energiepolitischen Konflikt nicht verhalten und am Ende es einem Gericht überlassen, dass die Argumente von RWE auseinandergenommen werden. Das ist eine Bankrotterklärung von Politik, die da stattfindet. Und ich sage es ganz deutlich, ich bedanke mich bei Tausenden, bei Zehntausenden Menschen, die doch friedlich, gewaltfrei für eine andere Politik demonstriert haben. Ich bedanke mich aber auch bei Tausenden von Polizisten, die in einen Einsatz geschickt worden sind, an dem sie selbst gezweifelt haben. Und ich hätte es mal gut gefunden, wenn irgendjemand von Union, SPD oder FDP, es recht ein Mitglied der Bundes- oder Landesregierung, sich dorthin bewegt hätte. Das habe ich über die ganzen Wochen nicht gesehen. Das wäre eine Wertschätzung für die Polizisten gewesen. Und meine Damen und Herren, es ist ja nicht nur der Kohleausstieg, wo diese Bundesregierung und das fossile Kartell versagt. Es gibt ja noch eine ganz andere Latte von Themen, da könnte man hier eine halbe Stunde drüber erzählen. Ich erwähne nur eins. Und es ist doch ein absolutes Unding, dass Wirtschaftsminister Altmaier, als der IPCC-Bericht veröffentlicht wird, sich in der Tagesschau zitieren lässt, das ist ein Weckruf. Und zeitgleich, genau zeitgleich, findet in Brüssel statt, dass sich diese Bundesregierung zusammen mit der Kaczynski-Regierung aus Polen, mit der Orbán-Regierung aus Ungarn gegen 20 andere europäische Staaten verhindert, dass es ambitionierte CO2-Grenzwerte gibt. Das, meine Damen und Herren, geht nicht. Und das merken die Menschen, Kollege, dass ihr Reden und ihr Handeln nicht zusammenpassen. Deshalb, meine Damen und Herren, Kollege Krischer, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Muss Schluss sein. Wir brauchen jetzt ambitioniertes Handeln, wenn wir diesen IPCC-Bericht ernst nehmen. Und ich sage ja, es ist richtig, was Herr Altmaier sagt, dass es ein Weckruf ist. Nur hören Sie auf mit dem, was wir gleich wieder hören würden. Kollege Krischer, man könnte Krischer, mal, man möchte mal, sondern handeln Sie endlich, meine Damen und Herren. Das ist die Ansage. Viele Sonntagsreden, aber wenig Handeln in Fragen der Klimapolitik. Der Vorwurf von Oliver Krischer, Bündnis 90 Die Grünen, an die Koalition. Nach ihm jetzt Marie-Louise Dött für die CDU-CSU-Fraktion, deren umweltpolitische Sprecherin sie ist. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Bericht des IPCC zeigt einmal mehr den Handlungsbedarf beim globalen Klimaschutz auf. Was er nicht tut, ist die Verabschiedung eines neuen 1,5-Grad-Ziels. Wie ich dem Titel der Aktuellen Stunde entnehme, Herr Krischer, ist das nicht mehr bei allen präsent, scheinbar bei Ihnen auch nicht. Deswegen zur Erinnerung, in Paris haben sich die Vertragsstaaten darauf verständigt, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius zu begrenzen und Anstrengungen zu unternehmen, um eine Begrenzung auf 1,5 Grad Celsius zu erzielen. Aber das nur am Rande. Fest steht, wir brauchen eine weltweite Handlungsgemeinschaft, die deutlich entschlossener als bisher den globalen Klimaschutz angeht. Und es ist richtig, dass man hier immer zuerst vor der eigenen Tür kehren muss. Aber, meine Damen und Herren von den Grünen, hören Sie auf, so zu tun, als würde der globale Klimaschutz allein von Deutschland abhängen. Hören Sie auf mit den falschen Behauptungen, Deutschland würde beim Klimaschutz versagen. Ich verstehe durchaus, dass es eine Klimaschutzpartei egal ist,
was mit dem Wirtschaftsstandort passiert, dass es Ihnen egal ist, ob die Menschen im rheinischen Gebiet oder in der Lausitz eine Zukunft haben, dass Ihnen Stromkosten und eine sichere Energieversorgung zweitrangig sind. Uns sind die Menschen nicht egal. Aber das ist der Unterschied zwischen einer Öko- und einer Volkspartei. Unsere Aufgabe ist natürlich deutlich schwerer. Denn der klimapolitische Tunnelblick, mit dem Sie Politik machen wollen, reicht bei uns nicht aus. Unsere Aufgabe ist es, unsere anspruchsvollen Klimaziele zu erfüllen und gleichzeitig Deutschland als Industrienation wettbewerbsfähig und zukunftsfähig zu halten. Und unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass unsere Klimapolitik sozial gerecht bleibt und die Menschen nicht überfordert. Und richtig ist aber auch, dass Klimaschutz enorme Herausforderungen für den Wirtschaftsstandort darstellt. Meine Damen und Herren, diesen Klima-, Wirtschafts- und sozialpolitischen Interessenausgleich herzustellen, ist nicht einfach. Die Probleme, die wir beim Erreichen der Klimaziele 2020 haben, zeigen das. Aber aufgeben werden wir dieses Ziel trotzdem nicht, sondern wir werden weitere Maßnahmen vorschlagen, um das Ziel so schnell wie möglich zu erreichen. Und ich hoffe auch, dass der SPD-Finanzminister da mitmacht. Aber auch hier gilt klimapolitisch anspruchsvoll, wirtschaftlich vernünftig und sozial ausgewogen. Für eine solche Klimapolitik brauchen wir einen breiten gesellschaftlichen Konsens. Und Konsense fallen nicht vom Himmel, sondern müssen erarbeitet werden. Es war deshalb wichtig, dass die Bundesregierung die Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung eingerichtet hat, was Sie immer alles nur Kohlekommission nennen. Das ist sie nicht. Die Kommission heißt Wachstum, Strukturwandel, Beschäftigung. Warten wir also die Vorschläge der Kommission ab und setzen wir uns dann mit den Vorschlägen in einer sachlichen und fairen Diskussion auseinander. Und da komme ich zum Thema Hambacher Wald. Von einer fairen und sachlichen Diskussion haben Sie, die Grünen, sich dort weit entfernt. Was Sie dort unterstützen, ist nicht akzeptabel. Aktionen, bei denen für uns alle schockierend ein Toter und Verletzte zu beklagen sind. Es ist mit nichts zu rechtfertigen, dass Polizisten und Mitarbeiter von RWE angegriffen werden. Mit nichts. Und es ist völlig unabhängig von der OVG-Entscheidung. Es ist inakzeptabel, dass dazu aufgerufen wurde, bestehendes Recht zu brechen. Und am unehrlichsten finde ich, dass Sie von den Grünen, die 2016 die rechtlichen Grundlagen für die Rodungen bestätigt haben, jetzt kommentarlos das Gegenteil vertreten. Sie reden von Politikverdrossenheit. Genau das Verhalten führt dazu. Kehren Sie lieber zurück zu einer konstruktiven Klimapolitik. Das wäre übrigens auch ein gutes Signal für die Klimakonferenz in Katowice. Vielen Dank. Ein anspruchsvoller Klimaschutz, aber gleichzeitig so, dass die Industrie in Deutschland weiter arbeiten kann. Die Position von Marie-Louise Dött war das für die CDU-CSU-Fraktion. Nach ihr jetzt Carsten Hilse, umweltpolitischer Sprecher der AfD. Liebe Kohlekumpel, die Grünen wollen nun also notwendige Klimaschutzmaßnahmen zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels ergreifen. Der Grund dafür ist ein Sonderbericht des IPCC. Hier wird vor den apokalyptischen Zuständen einer 2-Grad wärmeren Welt gewarnt. Im Pariser Klimaübereinkommen ist man noch davon ausgegangen, dass eine 2-Grad wärmere Welt irgendwie in Ordnung sei. Jetzt soll es also ein halbes Grad weniger sein. Aber von welchem konkreten Wert ausgerechnet? Wer im Übereinkommen von Paris nach einer konkreten Zahl sucht, von der aus man die globale Mitteltemperatur nicht über 2 Grad steigen lassen will, bleibt enttäuscht zurück. Diese Zahl wird schlichtweg nicht genannt. Dort steht nur bedeutungsvoll vorindustrielle Werte. Festlegen will oder kann man sich nicht. Bei der Vorstellung des Berichts am Montag im Umweltministerium fragte ich die drei dort anwesenden Mitautoren nach dem konkreten Temperaturwert, von welchem man ausgehend 1,5 Grad nicht überschreiten will.
Außer bösen Blicken der Anwesenden, die bei der Vorstellung des Berichtes noch eifrig genickt hatten, bekam ich nichts, auch keine Aussage zum Temperaturwert. Ich kam mir eher vor wie jemand, der in einer Kirche die Existenz Gottes in Frage stellt. So kam ich mir dort vor. Aber diese nicht vorhandene Zahl ist nur ein gewollter Schwachpunkt im Pariser Übereinkommen, nachdem mehrere Industriestaaten das im Jahre 1997 geschlossene Kyoto-Protokoll verlassen hatten und in der Zwischenzeit auch ihre CO2-Emissionen nicht reduzierten, trat 2015 an dessen Stelle das Pariser Übereinkommen. An der Haltung der meisten Industrieländer zu CO2-Emissionen hat sich durch diesen neuen Rahmen und Titel nicht das Geringste geändert, auch und vor allem nicht in China, dem größten Emittenten von CO2. Denn im Gegensatz zum Kyoto-Protokoll, das nach noch so etwas wie eine mengenmäßige Begrenzung von CO2-Emissionen vorsah, deren Verfehlungen allerdings in keiner Weise unter Strafe gestellt wurde, ist im Pariser Abkommen von vornherein keine mengenmäßige Beschränkung mehr vorgesehen. Sonst wären auch nicht so viele Länder beigetreten. Jedes Mitglied muss lediglich einige gut klingende Erklärungen abgeben, aber sich keinerlei ernsthaften Beschränkungen unterwerfen. Wie im Kyoto-Protokoll brauchen Sie keinerlei Risiken aus der Verfehlung gegebenenfalls selbstgesetzter Ziele befürchten. Jedes Mitglied kann auch jederzeit aussteigen. Jeder kann eigentlich machen, was er will. Deutschland dagegen betreibt den CO2-Ausstieg mit besonderem Eifer, um nicht zu sagen Selbstergriffenheit, ja Sendungsbewusstsein. Das führt dazu, dass die Vertreter abweichender Meinungen auch mal als Klimaleugner diffamiert werden. Das Thema findet sich fast täglich in den Medien. Es vergeht kein Tag, an dem man die Menschen nicht daran erinnert, dass sie verantwortlich für den Untergang der Welt sind und sie ja brav ihren Ablass in Form der EEG-Umlage zu zahlen haben und natürlich auch den Verlust ihres Arbeitsplatzes durch diesen Irrsinn freudig entgegensehen müssen. Das Thema beherrscht die Politik. Es beeinträchtigt massiv die Automobilindustrie, die Energiewirtschaft, die mittelständische Wirtschaft und die Verbraucher. Und es zerstört unsere Natur- und Kulturlandschaften. Ein solcher blinder Eifer ist aus den meisten anderen Ländern nicht bekannt. Im Rest der Welt stößt die Art und Weise, wie Deutschland seine Industrie, die Interessen seiner Bevölkerung, seiner Natur und seine Landschaft mit musterschülerhaftem Eifer der CO2-Keule erschlägt, um es milde auszudrücken, mit Verwunderung, aber natürlich auch mit Eigeninteresse. Und es grenzt schon an Selbstzerstörung, wie Deutschland seine leistungsfähige Energiewirtschaft und die Wettbewerbsfähigkeit seiner Unternehmen zu Grabe trägt. Und das insbesondere im Hinblick darauf, dass es Sonnenkollektoren und Batteriezellen für Elektroautos genau aus den Ländern importiert, die sich nachvollziehbar nicht um CO2-Emissionen scheren. Ein aktuelles Beispiel: Es befinden sich derzeit mehr als 1.600 Kohlekraftwerke in 64 Ländern im Bau. Aber Deutschland will mit der Kohleausstiegskommission den schnellstmöglichen Ausstieg aus der Kohle beschließen. Sie hier wollen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, durch Ihre Kohlepolitik den Mitarbeitern unserer modernen Kohleberg- und Kraftwerke und ihren Familien ihre Tradition und ihre Existenzgrundlage rauben. Das ist Verrat an den Menschen, die für konstante Stromversorgung in Deutschland sorgen. Das ist Verrat. Und ich hoffe, dass die Betriebsräte genau zuhören, denn die Gewerkschaften sind auch hier schon lange auf Tauchstation gegangen. Die konzentrieren sich lieber auf den Kampf gegen rechts. Und es nützt auch nichts, unter dem Motto, es ist Zeit aufzustehen, eine Kundgebung zu organisieren, wenn man sich danach mit den Vernichtern der Arbeitsplätze wieder ins Bett legt. Ein freundliches Glück auf, hier in den Saal und in meine Heimat. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die Rede von Carsten Hilse, der der Regierung vorgeworfen hat, Deutschland betreibe den CO2-Ausstieg mit besonderem Eifer, geradezu mit Sendungsbewusstsein. Nach ihm jetzt Svenja Schulz, Bundesministerin für Umwelt. Sie gehört der SPD an. Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, der Sonderbericht des Weltklimarats Anfang der Woche war ein Weckruf. Ich sage aber ganz deutlich, es war ein erneuter Weckruf. Es gab schon einige davon. Und es zeigt einmal mehr, dass wir keine Zeit mehr zu verlieren haben. Und dieser Bericht ist ein besonderer, weil er zwei ganz zentrale Botschaften hat. Die erste ist, bereits bei einer globalen Erwärmung um 1,5 Grad bestehen sehr, sehr große Risiken, größer als wir bisher gedacht haben. Das betrifft beispielsweise Umweltschäden und das Risiko, dass hunderte Millionen Menschen von Armut bedroht sind. Die besondere Qualität dieses neuen Berichtes ist es, dass er die großen Unterschiede deutlich macht zwischen einer Welt mit einer globalen Erwärmung um 1,5 Grad im Vergleich zu einer Erwärmung um 2 Grad.
Und das Zweite, was an diesem Bericht ganz besonders ist, er sagt, dass wir eine Begrenzung auf 1,5 Grad Erderwärmung noch schaffen können, was zweifellos mit enormen zusätzlichen Anstrengungen verbunden ist. Der Bericht macht also Mut und der Weltklimarat ist überzeugt, dass wir über die Technologien, dass wir über das Wissen verfügen, ganz besonders im Energiebereich. Meine Damen und Herren, dass es Technologien genug gibt, dass wir wissen, was man eigentlich tun muss, um den Klimawandel zu begrenzen, das verdanken wir natürlich einer innovativen Umweltpolitik und gerade einer innovativen Umweltpolitik, wie sie in Deutschland vorhanden ist. Und viele dieser Technologien, die es heute weltweit gibt, die sind made in Germany. Hier wurde erkannt, dass ökologische Industriepolitik unglaubliche Chancen bietet und dass es da um etwas geht, was für die Zukunft unserer Gesellschaft ganz entscheidend ist. Die neuen Forschungsergebnisse zeigen aber auch, dass Extremereignisse in allen Ausformungen bei einer globalen Erwärmung zwischen 1,5 und 2 Grad noch deutlich zunehmen werden. Das heißt, es käme weltweit noch häufiger zu Hitzewellen, noch mehr zu Starkregen, noch zu extremerer Dürre. Und sensible Ökosysteme wie beispielsweise die tropischen Korallenriffe oder die Arktis, die wären wirklich existenziell bedroht. Hinzu kommt, dass bei einer Erwärmung um 1,5 Grad im Vergleich zu einer Erwärmung um 2 Grad 50% weniger Menschen von Wassermangel betroffen wären. Das bedeutet für uns alle, eine Erderwärmung unterhalb von 1,5 Grad würde den Klimawandel noch deutlich besser beherrschbar machen. Dem Bericht zufolge liegen wir jetzt bei etwa einem Grad. Es ist unsere Verantwortung, die Verantwortung unserer Generation, es nicht so weit kommen zu lassen, dass die Erwärmung noch zunimmt. Und ich kann Ihnen versprechen, ich werde alles tun, um den Klimawandel zu begrenzen. Und es ist vollkommen klar, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Wir müssen den Abschied von Kohle, von Öl, von Gas hinbekommen. Ich sage das immer wieder und deswegen sage ich es hier jetzt auch noch mal. Jede vermiedene Tonne Kohlendioxid, jedes vermiedene Zehntel Grad Erderwärmung zählt. Und dieser Umbau bringt Veränderungen mit sich. Es bringt große Chancen mit sich, die Welt gerechter, moderner, fairer, lebenswerter zu machen. Klimaschutzpolitik schafft Arbeitsplätze. Das können Sie immer wieder im GreenTech-Atlas nachlesen. Und die grünen Technologien sind diejenigen, die Wachstumsraten haben, die wirklich beeindruckend sind und die Märkte der Zukunft sind. All denjenigen, die in der Bundesregierung für den Klimaschutz zuständig sind, kann ich Ihnen sagen, was ich jetzt für richtig halte. Wir müssen in der Klimapolitik verbindlicher werden. Wir müssen alle Bereiche in die Pflicht nehmen und dafür bereiten wir das Klimaschutzgesetz vor. Dabei muss die Umweltpolitik den Klimaschutz und soziale Anliegen in einen wirklich fairen Ausgleich bringen. Das heißt international Just Transition. Und das ist das, was wir auch mit der Strukturwandelkommission nach vorne bringen. Ich will aber auch etwas zum Thema Hambacher Forst sagen. Lassen Sie mich grundsätzlich vorweg sagen, die Eskalation am Hambacher Forst hätte meines Erachtens vermieden werden können. Das waren größtenteils und das sind größtenteils friedliche Proteste in Hamburg. Das sind ermutigende Signale, dass so viele Menschen aus der Kohle aussteigen wollen. Sie stehen damit, wie Sie alle wissen, stellvertretend für einen Großteil der Bevölkerung. Ich habe von Anfang an dafür geworben, dass die Rodung gestoppt wird, solange wir in der Kommission noch nach einem Konsens in der Kohlefrage suchen. Die schwarz-gelbe Landesregierung hat stattdessen Obrigkeit statt Diskurs praktiziert. Sie hat gespalten, statt zu versöhnen. Was wir brauchen, das ist genau das Gegenteil. Wir brauchen das Gespräch und den positiven Willen für die betroffene Region, den Weg so zu beschreiten, dass auch Kinder, dass auch Enkel in dieser Region Heimat und Arbeit finden. Und ich bin froh, dass das Oberverwaltungsgericht Münster jetzt diese gesellschaftliche Eskalation beendet hat, dass die Strukturwandelkommission jetzt in Ruhe arbeiten kann. Diese Kommission, die Arbeit dort, hat die historische Chance, den gesellschaftlichen Konflikt um Kohle zu befrieden, einen Ausstiegspfad festzulegen und einen sozial gerechten Übergang für die Regionen zu gestalten. Ich will auch etwas zu den Verhandlungen gestern bzw. heute Nacht in Luxemburg sagen.
Es ist gestern eine Einigung zu den Pkw-CO2-Grenzwerten gelungen, die jetzt eine Erhöhung des Flottengrenzwertes 2030 auf 35% vorsieht. Wie Sie wissen, habe ich von Anfang an gesagt, dass mehr als 30%, also mehr als das, was die Kommission vorgeschlagen hat, dass ich das für möglich, dass ich das für geboten halte. Unser Koalitionspartner hat dagegen auf den reichlich unambitionierten Zielen der Kommission beharrt. Ich habe das und übrigens auch die SPD-Bundestagsfraktion hat das für falsch gehalten. Aber ich heiße Schulze und nicht Schmidt. Ich bin von der SPD und nicht von der CSU. Und deswegen habe ich die deutsche Position, die in der Regierung abgestimmte Position, vertreten. Das gehört für mich zu anständigem Regierungshandeln dazu. Es ist uns aber im Laufe des gestrigen Tages in den 14-stündigen Verhandlungen gelungen, die deutsche Regierungsposition etwas zu verändern. Wir konnten so einen Kompromiss schaffen, der jetzt eben zu schärferen Grenzwerten führt. Ich denke, dass wir damit Brücken gebaut haben zwischen den höchst unterschiedlichen Positionen der Mitgliedstaaten. Wir konnten am Ende eine mehrheitsfähige Position zwischen den Ländern aufbauen, die weniger wollten und denen, die mehr wollten. Das ist ein echter Fortschritt, den wir da jetzt haben. Und das ist etwas, was wir als Bundesregierung auch in Europa jetzt mit auf den Weg gebracht haben. Jeder, der hier behauptet, 40% seien möglich gewesen, der liegt vollkommen falsch. Das war zu keinem Zeitpunkt in den Verhandlungen möglich. Es war möglich, dass das komplett scheitert, und es war möglich, dass wir uns um die 30% herin einigen. Mehr war da nicht drin. Und ich glaube, dass es wichtig war, dass wir da gestern zu einem Ergebnis gekommen sind. Das ist ein gutes Stück Europapolitik. Wir haben es geschafft, die unterschiedlichen Positionen zusammenzubringen. Wir haben es geschafft, dass es eben nicht zu einer Ost-West-Aufspaltung kam. Und wir haben es geschafft, eine mehrheitsfähige Position auf den Weg zu bringen, so dass es auch in Zukunft noch Grenzwerte geben wird. Weil das war ja die Alternative. Hätten wir uns nicht geeinigt, hätte es zukünftig keine Grenzwerte mehr für PKWs gegeben. Und jetzt haben wir es geschafft, dass der Trilog beginnen kann. Mich bestärkt das sehr in meiner Haltung, dass es richtig ist, sich europaweit für solche ambitionierten Dinge einzusetzen. Sie wissen, ich hätte mir mehr gewünscht, die deutsche Sozialdemokratie hätte sich mehr gewünscht. Aber das ist das, was heute möglich ist. Wir haben noch 8 Wochen bis zur Konferenz in Katowice. Ich will auch darauf noch mal aufmerksam machen, weil das gestern ja auch dort Thema war, dass wir eben ein klares Signal geben, dass Europa auch die Klimaschutzziele vor 2020 noch mal überprüft. Das ist gut, dass wir dieses Signal gestern geben konnten und dass auch das gelungen ist, da eine allgemeine Position in dem Umweltrat voranzubringen. Lassen Sie uns den IPCC-Bericht, lassen Sie uns den Konflikt um den Hambacher Forst als Ansporn nehmen, dass Deutschland auf diesen Konferenzen wieder vorangeht, dass wir diejenigen sind, die die ambitionierten Ziele setzen. Ich möchte, dass wir das hier im Bundestag tun. Ich möchte ein ambitioniertes Klimaschutzgesetz auf den Weg bringen und setze dabei auch auf die Unterstützung hier aus dem Bundestag. Herzlichen Dank. Die Bundesumweltministerin Svenja Schulz war das. Sie möchte, dass Deutschland wieder vorangehe, auch wenn in der Frage der CO2-Emissionen bei Pkw der Koalitionspartner nicht mitgegangen ist. Nach ihr jetzt Lukas Köhler für die FDP. Dauert ein bisschen. Entschuldigung. Bis das oben ist, ist leider ein bisschen schwierig. Also, reicht. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Frau Ministerin, sehr geehrter Herr Krischer, Sie haben leider nur einen Satz zur internationalen Ebene dieses ganzen Berichts gesagt, und das ist wirklich traurig. Und Frau Ministerin, das, was Sie hier gerade abgelassen haben, war genau das Problem, über das wir die ganze Zeit reden. Sie haben von sich selber gesprochen, Sie haben davon gesprochen, welche Position Sie einnehmen. Sie haben aber nicht über eine gemeinsame Position, ein gemeinsames, ein strategisches Vorgehen gesprochen. Und das ist die große Frage, vor der wir hier stehen.
Man kann den IPCC-Bericht so auslegen, dass es eine schwarzmalerische Weltuntergangsstimmung gibt, die uns dazu leiten soll, hektisch und aktionistisch ohne jeglichen Plan und jegliche Strategie vorzugehen. Man kann diesen Bericht aber auch so lesen, dass wir die Probleme an der Wurzel packen und aus der Not des Klimawandels eine Tugend machen. Eine Tugend dahingehend, die dazu führt, dass wir ein gemeinsames Handeln in der internationalen Völkergemeinschaft hinbekommen. Die Herausforderungen durch den Klimawandel bringen uns in eine historisch einmalige Situation. Denn das erste Mal haben wir eine menschengemachte Krise, die wir auch nur durch menschengemachtes Handeln wieder lösen können. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Diskussion hier in Deutschland zeigt auch nach dem IPCC-Bericht, in welche fatale Richtung es geht. Und ja, Herr Krischer, der Hambacher Forst ist ein Symbol. Aber er ist auch ein Symbol für eine überhitzte Debatte über den Kohleausstieg, die nicht mehr in Sachlichkeit, sondern nur noch in Symbolik geführt wird. Und das ist tatsächlich die große Frage unserer Klimapolitik. Wir führen diese Debatte, wie wir gerade gehört haben, übrigens auch jetzt auch über Gas. Da bin ich mal gespannt, wie wir das machen wollen. Ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf Versorgungssicherheit, auf den Strompreis, über die Zukunft der Menschen, die in den Regionen leben. Denn der Erfolg der Energiewende hängt doch nicht davon ab, wie viele Windkrafträder wir gebaut haben. Der Erfolg der Energiewende hängt davon ab, ob wir es hinkriegen, unser Wirtschaftswachstum, unsere gute Beschäftigungssituation zu verbinden mit einer Reduktion von CO2-Ausstoß. Das ist der Erfolg der Energiewende und nicht der, wie viele erneuerbare Energien wir haben. Meine Damen und Herren, Sie hatten das Beispiel des Geschachers um die CO2-Grenzwerte angesprochen. Bisher haben die aktuellen Grenzwerte nicht zum Klimawandel beigetragen. Wir haben keinen Klimaschutz erreicht. Und was machen wir jetzt? Wir wollen jetzt noch mehr von dem, was nicht funktioniert. Das ist doch völlig absurd. Niemand hat mir bisher erklären können, keiner hier, warum wir den Rebound-Effekt nicht genauso wieder haben werden, warum wir nicht 2027 wieder hier stehen werden und exakt die Diskussion führen. Das ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, immer genau das Gleiche zu tun und zu hoffen, dass was Neues dabei rauskommt. Totaler Nonsens. Tut mir leid. Entschuldigung, da reg ich mich auf. Entschuldigung. So, zurück zur Rationalität. Wir wissen, dass wir ein gewisses CO2-Budget haben. Und das gibt der IPCC-Bericht ja deutlich vor. Wir kennen das Problem. Wir müssen dieses Problem aber, glaube ich, und das muss das Ziel sein, als Chance begreifen. Wir müssen das Problem so begreifen, dass wir als Weltgemeinschaft gemeinsam dieses Budget einhalten, dass wir dahin kommen, das Ziel auch zu erreichen. Und das Gute ist, dafür brauchen wir keine neuen Ideen. Wir haben bereits so ein System, und wir kennen es und nutzen es erfolgreich in der EU. Wir nutzen es aber auch in einer Menge von Regionen weltweit. Ich rede vom Emissionshandel, der genau das macht, was wir brauchen. Er gibt eine Menge an Treibhausgasen vor, die jährlich ausgestoßen werden dürfen. Und wenn wir das auf der globalen Ebene hinbekommen, dieses System einzuführen, dann können wir die Ziele auch erreichen. Immerhin ein Drittel der Weltbevölkerung lebt heute schon in Regionen, in denen es diesen Emissionshandel gibt. Und das ist doch genau die Grundlage, auf der wir aufbauen können. Diesen Vorschlag hat gestern übrigens der Präsident des Club of Rome von Weizsäcker gemacht. Und der steht ja jetzt sicherlich nicht im Verdacht, ein böser Raubtierkapitalist zu sein. Er hat gesagt, dass das Ziel ist, das wir umsetzen können. Und wenn wir das schaffen, dann erreichen wir auch unsere Klimaziele. Er hat auch gesagt, und ich zitiere, dann hat es nur noch symbolische Bedeutung, ob Deutschland das 40% Minderungsziel erreicht. Denn dann geht es darum, dass wir weltweit gemeinsam unsere Ziele erreichen. Und meine Damen und Herren, ich weiß, dass viele von Ihnen einen globalen Emissionshandel für völlig unrealistisch halten. Aber können Sie mir mal erklären, warum die radikalen Verhaltensänderungen realistischer sein sollen? Glauben Sie im Ernst, dass die Menschen Deindustrialisierung und Verlust von Arbeitsplätzen, Verlust von Wohlstand genauso einfach hinnehmen würden? Das ist doch eine Traumwelt. Das ist eine absolute Traumwelt, in der Sie da leben. Und das ist maximal genauso unrealistisch. Es tut mir leid, das mal hier so klar sagen zu müssen. Das kann nicht der Anspruch, auch die CDU und meine Fraktion ist dabei und alle Vernünftigen in diesem Land. Und es ist doch der Punkt, dass wir endlich eine gemeinsame Strategie brauchen, um diesen Emissionshandel sinnvoll einzuführen, um die Ziele gemeinsam hinzubekommen und dann mit Technologie und technologischem Fortschritt, übrigens auch mit der Speicherung, über die Sie leider nichts gesagt haben, Frau Schulze, mit der Speicherung und den neuen technologischen Fortschritten, die wir brauchen, dahin zu kommen, Klima rational, vernünftig und gemeinsam weltweit zu schützen und unsere Ziele zu erreichen. Vielen herzlichen Dank.
Für die FDP war das deren klimapolitischer Sprecher Lukas Köhler, der hier gesagt hat, dass ein weltweiter Emissionshandel das wesentliche Instrument zur Reduktion der CO2-Ausstöße sei. Nach ihm jetzt Lorenz Göster-Beutin für die Linksfraktion, deren Sprecher für Energie- und Klimapolitik ist. Ich bin betroffen, denn ich komme aus Schleswig-Holstein, genauer gesagt aus Kiel. Und wer sich auseinandergesetzt hat mit dem Bericht des Weltklimarates, weiß, dass der Klimawandel zu einem Meeresanstieg führen wird. Die Erderwärmung wird zu Überschwemmungen und zu Sturmfluten führen, wie wir sie es uns heute noch nicht vorstellen können. Und aus diesem Bericht geht hervor, dass die Klimaerwärmung die Lebensgrundlagen von 3 Millionen Menschen an Nord- und Ostsee bedroht. Vielleicht wird es uns nicht alle hier betreffen, aber ganz sicher wird es unsere Kinder und unsere Kindeskinder betreffen. Und deshalb sage ich, die kommenden Jahre sind vermutlich die wichtigsten in der Menschheitsgeschichte. Diese Worte stammen nicht von mir. Diese Worte stammen von der Wissenschaftlerin Deborah Roberts. Sie ist Mitglied im Weltklimarat. Und wir sind gut beraten, wenn wir ihre Worte sehr ernst nehmen. Wir als Fraktion Die Linke danken den Aktivistinnen im Hambacher Forst für ihren jahrelangen Widerstand gegen RWE und gegen eine Landesregierung, die sich zum Ausführungsorgan der Kohlelobby gemacht hat. Wir sagen, diese Menschen haben die Pflicht getan, die unser aller Pflicht jetzt ist, auf die Straße zu gehen für Klimagerechtigkeit, für unsere Zukunft einzustehen und unsere Lebensgrundlagen gemeinsam zu verteidigen. Doch der Bericht des Weltklimarates macht auch deutlich, die Maßnahmen, die heutzutage auf dem Tisch liegen, reichen bei weitem nicht aus, um die Erderwärmung auf unter 2 Grad Celsius zu begrenzen. Im Gegenteil, wir steuern gerade auf 3 bis 4 Grad Erderwärmung zu. Und wenn wir das nicht stoppen, steuern wir gemeinsam auf eine unkontrollierbare Katastrophe zu. Das ist alarmierend. Und deshalb will ich etwas grundsätzlicher werden. Ich habe Ihnen allen zu Beginn dieses Jahres berichtet von dem Bauern aus Peru, der gegen RWE klagt, weil sein Bergdorf in den Anden vom Klimawandel bedroht hat. Und wie es jetzt aussieht, hat seine Klage sogar relativ gute Aussichten. Aber das macht das Dilemma des Klimawandels aus. Wir haben eine Situation, wo die Menschen im globalen Süden, die Menschen, die nicht die Macht haben, am meisten unter dem Klimawandel leiden. Und auf der anderen Seite haben die Macht, die an Klimawandel, aus der Vernutzung der Rohstoffe, an der Abholzung der Regenwälder verdienen, für billige Rohstoffe, für billiges Fleisch hier in Europa. Deshalb sind wir diejenigen, die die Chance ergreifen müssen, diese Klimabewegung gemeinsam zu unterstützen, die Proteste auf die Straße zu tragen und das, was im Hambacher Forst begonnen ist, entschieden weiterzuführen. Und vielleicht an die Kolleginnen und Kollegen von der Partei mit dem C, die das christlich im Namen tragen. Selbst wenn Sie mir nicht zuhören, vielleicht hören Sie dem Papst zu. Der Papst hat sehr klar gemacht, diese Wirtschaftsordnung tötet. Und das bedeutet, wir müssen anfangen, diese Klimakatastrophe wirksam zu bekämpfen. Wir müssen gemeinsam solidarische und gerechte Formen des Wirtschaftens, des Produzierens und des Konsumierens finden. Und wir müssen den Mut haben, uns mit denen anzulegen, die am Klimawandel verdienen. Nur so kann es etwas werden. Und tatsächlich, ich war im November letzten Jahres und auch jetzt wieder im Hambacher Forst. Ich war auch auf einigen Baumhäusern und dort gab es den Spruch, System change, not climate change. System change, not climate change. Das ist der Spruch der internationalen Klimabewegung. Und er macht deutlich, wenn wir nicht anfangen, unsere Wirtschaftsordnung gerecht zu gestalten, wenn wir nicht anfangen, unser System zu verändern, wird es uns nicht gelingen, den Klimawandel zu bekämpfen. Wir müssen den Klimawandel bekämpfen, und das gelingt uns nur mit einer solidarischen und gerechten Wirtschaftsordnung. Vielen Dank. Die nächste Rednerin, die Kollegin Dr. Anja Weisgerber, CDU. Lorenz Beutin war das für die Linksfraktion. Nächste Rednerin ist jetzt Anja Weisgerber, die Beauftragte für Klimaschutz der Unionsfraktion.
Ja, der Sonderbericht des Weltklimarats der Vereinten Nationen zeigt uns, dass schon bei einer Erwärmung von 1,5 Grad Celsius Risiken, enorme Risiken für Mensch, Tier und Natur bestehen. Er besagt aber auch, dass wir die Begrenzung der Erderwärmung noch schaffen können. Und deshalb, meine Damen und Herren, sagen auch wir, dass wir den Weg der Treibhausgasreduktion konsequent weitergehen müssen. Und das tun wir mit dem Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 mit über 100 Maßnahmen, mit dem Klimaschutzplan 2050, für den wir international ja gefeiert wurden in Marrakesch, und mit all den Maßnahmen, die wir auf den Weg bringen, mit Ambition, aber auch mit Augenmaß und mit Rücksicht auf die Menschen und auf die Arbeitsplätze. Wir bringen diese Maßnahmen auf internationaler Ebene, ja, auf europäischer und auf nationaler Ebene voran. Und deswegen, werte Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, hören Sie doch mal mit den Märchen auf, der Bevölkerung zu erzählen, dass wir nichts machen. Es stimmt einfach nicht. Ich habe die Aktionsprogramme, ich habe den Klimaschutzplan aufgezählt. Und zu der Frage, Herr Krischer, was tun Sie denn? Ja, wir gehen mit gutem Beispiel voran. Wir arbeiten gerade in allen Sektoren, Energie, Industrie, Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft. Ja, in allen Sektoren müssen wir Beiträge leisten. Und da werden die Maßnahmen gerade erarbeitet. Anstatt sich immer zu ereifern in den Reden, können Sie sich ja an diesem Prozess, der gerade läuft, einfach sachlich beteiligen. Wenn ich dann Ihnen, Frau Badum, die einzelnen Maßnahmen im Detail aufzähle, wie zum Beispiel die steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung, ein Anreizprogramm, dann kommt von Ihnen, ja, Frau Weisgerber, verlieren Sie sich doch nicht in dem Klein-Klein der Maßnahmen. Ja, wir machen diese Hausaufgaben. Wir erarbeiten gerade mit den zuständigen Ministerien die Maßnahmenpläne. Und wir werden aus den Maßnahmenplänen dann auf der Basis dessen auch ein Gesetz zur Erreichung der Klimaziele erarbeiten und im Laufe des nächsten Jahres verabschieden. Und das ist gut so, und auf diesem Weg sind wir. Und dabei setzen wir in erster Linie, ich habe es gesagt, auf Anreizsysteme und nicht auf Verbote, denn Klimaschutz gelingt nur mit den Menschen und nicht gegen sie. Und für die Herausforderung Klimaschutz brauchen wir eben eine gesellschaftliche Akzeptanz. Nur im Schulterschluss zwischen Staat, Wirtschaft, Umweltverbänden und Zivilgesellschaft sorgen wir für das Gelingen des nationalen Klimaschutzes. Und das gilt auch für die Frage der Kohle. Die von der Bundesregierung eingesetzte Strukturwandelkommission beschäftigt sich doch gerade genau mit der Frage, wie wir die Kohleverstromung schrittweise reduzieren können. Ja, bis hin zu einem Abschlussdatum, aber eben ohne Strukturbrüche, ohne Gefährdung der Energieversorgungssicherheit zu bezahlbaren Energiepreisen im Zieldreieck zwischen Ökologie, Ökonomie und Sozialem. Das ist unser Weg, meine Damen und Herren. Und genauso ist es auch beim Thema Verkehr. Auch da haben wir eine andere Herangehensweise als die Grünen, denn wir schauen auch auf die Auswirkungen unserer Entscheidungen und auf die Auswirkungen auf die Arbeitsplätze. Und da möchte ich mal einfach die Fakten darlegen. Wir haben momentan einen CO2-Grenzwert auf europäischer Ebene von 130 Gramm pro Kilometer bis 2019. Ab 2020 gelten 95 Gramm CO2 pro Kilometer. Und jetzt geht es darum, dass dieser Wert noch mal verschärft wird. Und da hat die Kommission einen Vorschlag gemacht, dass dieser Wert um 30% noch mal abgesenkt wird, also verschärft wird. Sie erzählen ja den Menschen, wir würden bestehende Grenzwerte aufweichen, und die Menschen glauben das auch noch. Damit müssen wir mal aufhören und müssen mal die Wahrheiten erzählen. Es geht um eine Verschärfung, letztendlich eine Absenkung. Und da hat der Umweltministerrat gestern sogar 35% verabschiedet, mit der Stimme auch der Umweltministerin. Und das Europäische Parlament fordert 40%. Da kommt es jetzt zu einem Trilog. Und da noch zu behaupten, wir würden letztendlich
die Grenzwerte aufweichen, obwohl es jetzt noch, was auf dem Tisch liegt, sogar noch strenger ist als das, was die Kommission vorgeschlagen hat, die sich ja auch intensiv mit der Frage auseinandergesetzt hat, den Impact Assessments, was ist erreichbar und was ist nicht erreichbar. Da sage ich, wir sind für strenge und ambitionierte Grenzwerte, aber es muss auch realisierbar sein, denn wir wollen nicht, dass letztendlich die Gelder dann in Strafzahlungen fließen. Wir wollen, dass die Grenzwerte scharf sind, dass sich die Automobilindustrie endlich noch intensiver auf dem Weg in die Mobilität der Zukunft macht. Aber wir wollen, dass die Gelder in die Innovationen fließen und nicht in Strafzahlungen. Vielen Dank. Die Bundesregierung sei durchaus tätig in der Frage der CO2-Reduktion. Anja Weisgerber war das. Nach ihr jetzt Rainer Kraft für die AfD-Fraktion. Oh, ist das so? Das ist ja viel zu. Gut. Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Frau Minister, auf 1,5 Grad Celsius wollen Sie uns nun also einschwören mit dem vorliegenden IPCC-Bericht und dem vorläufigen vom BUND initiierten Rodungsstopp im Hambacher Forst. Dieser Wald, um den sich gerade die gesamte rot-grüne Welt zu drehen scheint, wurde 2016 zur Abholzung freigegeben von einer rot-grünen Landesregierung. Herzlichen Glückwunsch. Aber auch für die Damen und Herren vom BUND habe ich einige Fragen. Sie berichten von mehreren Kisten an Unterlagen, die belegen, dass die Bechsteinfledermaus oder das große Mausohr im Hambacher Forst ihr Zuhause haben. Wurden diese Unterlagen eigentlich erst nach dem Regierungswechsel in NRW 2017 erstellt? Und wo wohnten diese Fledermäuse, als in Düsseldorf noch eine rot-grüne Regierung am Schalten und Walten und Roden war? Sind diese Fledermäuse vielleicht erst unter Schwarz-Gelb dahingezogen? Fragen über Fragen. Oder ist es vielleicht so, dass es weder den Melonenparteien noch dem BUND tatsächlich um Wald und Fledermäuse geht, sondern einzig darum, mit solchen ideologisierten Kampagnen ihre eigene Existenz zu rechtfertigen. Blicken wir einen Wald weiter nach Aachen. Dort kreischen die Kettensägen und holzen fleißig ab, um Windkraftanlagen zu errichten. Die liefern zwar viel weniger Strom als ein Braunkohlekraftwerk, töten dafür aber viel mehr Tiere, vor allem Vögel und Fledermäuse. Sehr gut. Oder auch nicht. Wir werden sehen, ob die Damen und Herren des BUND auch dort vor Gericht ziehen und einen Rodungsstopp erwirken. Ich denke nicht. Dabei sind in NRW durch bereits errichtete, in Bau und Planung befindliche Windkraftanlagen ca. 160 Hektar Wald betroffen. Und niemand hat dort nach der Bechsteinfledermaus oder dem großen Mausohr gesucht. Wir halten also fest, es gibt nicht nur guten Wald und schlechten Wald, es gibt auch gute und schlechte Fledermäuse. Beachtet man dann noch, dass alle Windkraftanlagen, die in allen Wäldern Deutschlands je errichtet wurden oder derzeit geplant sind, auch zusammen nicht annähernd an die Stromproduktion des Braunkohlekraftwerks Niederaußem heranreichen können, in dem die Verstromung der Hambacher Kohle stattfindet, dann erkennt man erst den gesamten Grad an Heuchelei hier drin. Das ist falsch. Ich erwarte Ihre Gegendarstellung. Hier 100 Hektar, an denen scheinbar die gesamte Artenvielfalt Deutschlands hängt, für Strom, der 24 Stunden, 7 Tage die Woche verfügbar ist. Dort bis zu 2000 Hektar für ca. 2000 Windkraftanlagen, bei denen keiner nach Fledermäusen, Vögeln, Bäumen oder anderen Dingen fragt, für lächerlich niedrige Beiträge unzuverlässigen Schrottstroms. Das ist weder effizient noch ökologisch. Das ist ganz einfach verantwortungslose Politik im Namen der Windkraftlobby. Und wozu? Schauen wir mal kurz in den neuesten IPCC-Bericht, der vorgestern die Medien dominiert hat. Ein Bericht, der voll ist mit den wichtigsten Antworten auf die dringendsten Klimafragen für den Fortbestand der gesamten Menschheit. Richtig? Falsch. Die Handreichungen der zu behandelnden Punkte der letzten Tagung umfassen unter anderem Gender Mainstreaming. Ja, ein Rat, der vorgibt, die entscheidende Frage der Menschheit nach bestem Wissen und Gewissen zu beraten, bemüht sich nicht, die besten und brillantesten Experten in Sachen Klima zu Wort kommen zu lassen, sondern danach, ob der Klimarat geschlechterparitätisch besetzt ist. Er fragt danach, wie man mehr Frauen dazu bringt, sich als Autoren einzubringen, unter anderem unter der Möglichkeit, die Arbeitslast zu reduzieren. Und so wurde ein Arbeitskreis gebildet, der darauf hinwirkt, im IPCC Geschlechtergleichheit herzustellen und geschlechtsspezifische Themen innerhalb des IPCC anzusprechen.
Sie sehen, meine Damen und Herren, Sie haben es mit seriöser Wissenschaft zu tun. Tag und Nacht arbeitet der IPCC an den elementaren Fragen der Zukunft der Menschheit, wie zum Beispiel Gender. Aber immerhin, in einem haben die Damen und Herren des IPCC noch ihren Verstand beisammen. Die kennen nämlich nur zwei Geschlechter. Zu guter Letzt noch ein Blick zu einem neuen sogenannten Treibhausgas, dem NOx. Diesem wird im neuesten Bericht eine Schlüsselrolle, global und national, im Klimawandel zugeschrieben. Da folgt natürlich gleich eine Frage. Die NOx-Emissionen in Deutschland sind von 1990 bis 2016 um 60% gesunken. Selbst der ADAC hat es geschrieben. Und wo finde ich diesen Effekt des massiven NOx-Einsparens in Deutschland in den Klimaaufzeichnungen, wenn NOx angeblich die Bedeutung hat, die ihm zugeschrieben wird? Nirgends. Generell stellt sich angesichts von 100 Milliarden Euro, die für ökopopulistisches Klima-Voodoo zwangsumverteilt wurden, die Frage, wo ist ein einziger beobachtbarer Effekt, dass die Aktionen Wirkung zeigen? Es gibt ihn nicht. Nach über 20 Jahren Forschung, dem Vergeuden von zig Milliarden D-Mark und Euro, haben sie kein Ergebnis vorzuweisen. Kein noch so kleines Jota an Daten, die einen mikroskopisch kleinen Rückgang an CO2 oder der Temperatur als Lohn der Mühen und der Belastungen der Bevölkerungen aufzeigen. Nichts. Der Klimakaiser ist nackt und arm, und Fledermäuse, Vögel und Bäume werden zu Tausenden auf seinem Altar des Klima-Voodoo geopfert. Hören Sie auf damit, unsere Natur und unseren Wirtschaftsstandort Deutschland zu gefährden, und begeben Sie sich auf den Boden seriöser Wissenschaft. Unser Land braucht endlich wieder sachorientierte Politik und keine rot-grünen Halsversprechungen und Erlösersekten. Vielen Dank. Rainer Kraft war das für die AfD-Fraktion. Der Klimakaiser ist nackt, hat er hier gesagt. Die Klimapolitik der Bundesregierung ohne Ergebnisse. Nach ihm jetzt Klaus Mindrup, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Uns liegt der Sonderbericht des Weltklimarates IPCC seit Montag vor. Zwei Kernbotschaften sind besonders wichtig. Ein blindes Weiter-so wird verheerende Folgen haben. Bleibt ein Umsteuern aus, wird sich die Erderwärmung weiter fortsetzen mit verheerenden Auswirkungen für unsere Ökosysteme und für die Lebensgrundlagen vieler Menschen, besonders in den Ländern des globalen Südens, aber auch an den Küsten, und das auch bei uns. Zweitens. Ein Einhalten des 1,5-Grad-Zieles ist physikalisch, technisch und wirtschaftlich möglich, setzt aber massive Anstrengungen voraus. Bis 2050 brauchen wir einen ausgeglichenen Kohlendioxidhaushalt auf der Erde, und es muss Schluss damit sein, dass die Atmosphäre als Deponie missbraucht wird. All denen, die jetzt sagen, das ist Unsinn, sage ich das, was ich hier schon einmal gesagt habe. Jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung, aber niemand hat das Recht auf eigene Fakten. Und wir müssen auch nicht drum herum reden. Deutschland kann und muss beim Klimaschutz besser werden. Jetzt ist die gesamte Bundesregierung gefordert, inklusive der Bundeskanzlerin, uns hier im Ergebnis der eingesetzten Kommissionen, die wir haben zum Strukturwandel, aber auch zum Verkehr, und auf der Basis von eigenen Überlegungen Vorschläge zu machen, wie wir unsere Klimaschutzziele einhalten. Und dazu gehört auch dann der Entwurf des Klimaschutzgesetzes. Und natürlich drängt die Zeit, ohne dass wir jetzt hektisch werden müssen. Wir haben nur ein bestimmtes CO2-Budget zur Verfügung. Und je später wir handeln, umso schwieriger wird es. Deswegen müssen wir jetzt energisch werden. Deswegen gehe ich jetzt auch auf einige konkrete Punkte ein. Am Sonntagabend gab es eine Talkshow in der ARD zum Thema Klimaschutz. Dort hat Herr Lindner von der FDP behauptet, dass das Abschalten von Kohlekraftwerken bei uns nichts bringen würde, weil die Emissionen ja anschließend in Polen sozusagen herauskommen würden, und das sei das Ergebnis des europäischen Emissionshandels. Da musste ich schon schwer durchatmen, ne? Da hat die FDP wohl ein ganzes Jahr geschlafen. Im letzten Jahr ist der europäische Emissionshandel verändert worden. Unsere damals amtierende Umweltministerin Barbara Hendricks hat in Vorbereitung einer Jamaika-Koalition, die ja damals noch im Raum stand, es verhandelt, dass man eben die Emissionsmengen herausnehmen kann, wenn wir in Deutschland Kohlekraftwerke selber stilllegen. Nein, das stimmt eben nicht. Das wird natürlich passieren. Ansonsten macht es natürlich keinen Sinn. Weswegen hätten wir das denn verhandelt? Und warum sagt Herr Lindner denn sowas? Entweder er weiß es nicht besser oder er belügt die Bevölkerung. Was ist denn schlimmer? Das müssen Sie doch mal im Prinzip entscheiden. Und ich frage die Grünen, ist euch das denn gar nicht bei den Verhandlungen aufgefallen, dass Sie gar nicht wissen, worüber Sie reden? Gut, das erklärt, warum die Flotte, die nach Jamaika segeln wollte, so schnell gesunken ist. Wir haben uns als SPD im offensichtlich ist das ja so, dass Sie, wenn man die Wahrheit sagt, damit schwer umgehen können.
Wir haben als SPD im Koalitionsvertrag durchgesetzt, dass wir mehr erneuerbare Energien ausbauen und dass wir deswegen Sonderausschreibungen brauchen. Und ich freue mich, dass der Koalitionsausschuss das auch bestätigt hat, denn das ist eine wichtige Sofortmaßnahme für den Klimaschutz. Wir müssen aber auch die Energiewende besser managen. Trotz des gesetzlichen Vorrangs für die erneuerbaren Energien wurden 2017 5.518 Gigawattstunden CO2-freien Stroms abgeregelt. Dabei kann man das vermeiden. Und es gibt interessante Forschungsvorhaben, unter anderem das Projekt SINTEC des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Hochinteressant ist dort das Modellprojekt Inera in Nordwestniedersachsen. Dort wird untersucht, wie man auf der Verteilnetzebene die Nutzung des erneuerbaren Energien besser steuern kann. Und es ist wichtig, dass wir eine Begleitforschung machen und auch prüfen, wie diese SINTEC-Projekte dazu führen, dass wir Klimaschutz durchsetzen können. Das ist im Augenblick noch gar nicht vorgesehen. Aber eins ist heute schon klar. Es ist besser, den CO2-freien Strom zu speichern und dann zu nutzen, als ihn abzuregeln. Daher brauchen wir jetzt neben dem Netzausbau und neben Power-to-Heat sofort den Ausbau von Batteriespeichern als Kurzfristspeicher und Wasserstoff als Langfristspeicher. Da müssen die entsprechenden Abgaben anders geregelt werden, dass das möglich ist. Und dann müssen wir in den Sektoren Wärme und Verkehr weiter vorankommen. Und dafür ist es entscheidend, dass wir die Ausbaumengen nach vorne bringen, die dezentrale Energieerzeugung voranbringen, Photovoltaikkraft-Wärmekopplung voranbringen und die bürokratischen Hemmnisse in diesem Bereich reduzieren. Wir müssen unser Regelwerk überprüfen, und zwar so, dass CO2-Einsparung sinnvoll wird. Und da ist der Grundsatz Efficiency First dann auch sinnvoll. Und dann müssen wir gucken, dass wir absurde Regeln beenden. Unternehmen, die im Augenblick von der EEG-Umlage befreit sind, die müssen nur eine Zertifizierung vorlegen, ohne dass sie Maßnahmen umsetzen. Das kann doch nicht wahr sein. Zukünftig müssen die wirtschaftliche Maßnahmen umsetzen. Das muss auch im Klimaschutzgesetz geregelt werden. Wir sind lernend, anders als andere, und wir wissen, dass es notwendig ist, zu handeln. Wenn wir nicht handeln, und wir sind hier der Haushaltssouverän im Deutschen Bundestag, dann kommen auf Deutschland Strafzahlungen allein aus dem Bereich Verkehr, Gebäude und Landwirtschaft in der Dimension von 30 bis 60 Milliarden in den nächsten 12 Jahren zu. Und europarechtlich ist das ganz klar und verbindlich geregelt. Und wir als SPD wollen lieber in gute Arbeit investieren, in gute Zukunftschancen und in den Klimaschutz als unsinnige Abgaben zu zahlen. Herzlichen Dank. Klaus Mindrup war das für die SPD-Fraktion, der hier den Klimaschutz, Politik seiner Fraktion skizziert hat. Nächste Rednerin ist jetzt Lisa Badum für die Grünen, deren Sprecherin für Klimapolitik sie ist. Ich muss Ihnen wirklich sagen, ich bin gerührt und bewegt, was sich in den letzten Wochen in unserem Land abspielt und wie die Menschen sich die Straße zurückerobern. Und da rede ich nicht von den Ewiggestrigen, sondern ich rede von Bürgerinnen und Bürgern wie einer jungen Frau, die ich neulich in der Nähe von Coburg getroffen habe bei einer Demonstration, die ein Schild bei sich trug mit der Aufschrift Hambi bleibt, AfD abholzen. Das zeigt ganz gut, welche zwei großen Herausforderungen wir zurzeit meistern müssen. Das ist der Kampf gegen die Klimakrise und das ist der Kampf gegen den Rechtspopulismus. Das treibt die Bürgerinnen und Bürger um. Und warum? Warum treibt sie das um? Weil aktiver Klimaschutz und eine aktive Zivilgesellschaft zusammengehören. Weil es um eine gerechtere Zukunft geht, wo wir unsere Lebensgrundlagen eben nicht vernichten, sondern verantwortlich denken und handeln. Ich begegne in Franken täglich Menschen wie dieser jungen Frau. Und sie nehmen diese Sorgen und Nöte nicht auf und setzen sie in stimmiges Regierungshandeln um. Vielmehr erzeugen sie zusätzlich Chaos und verspielen das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger. Der Ministerpräsident in Bayern kündigt an, Klimaschutz in die Verfassung aufnehmen zu wollen. Am exakt gleichen Tag stellen wir hier den Antrag, Klimaschutz ins Grundgesetz aufzunehmen. Hier in Berlin ist die Union dagegen, Klimaschutz in die Verfassung mit aufzunehmen. Im Hambacher Wald, ja, Sie kennen alle das Thema, die Landesregierung hat irgendeinen Vorwand suchen müssen, um diese Baumhäuser zu räumen, weil die eben nicht illegal waren, laut Gerichtsurteil. Jedes Baumhaus hatte einen Feuerlöscher. Da hat man die Polizei hingeschickt, um diese Feuerlöscher aus Sicherheitsgründen mitzunehmen, um dann aus Brandschutzgründen den Hambacher Wald zu räumen. Andernorts greifen die Landesregierung nicht ganz so deutlich durch. Wenn in Dortmund Rechtsextreme aufmarschieren, sind 80 Polizisten da. Die sind nämlich im Hambacher Wald gebunden gewesen, ja, wo wir einen Einsatz von 50 Millionen Euro hatten, auf Kosten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, wo sie dieses Geld einsetzen für einen Konzern und nicht für die Verteidigung der Demokratie.
So verspielen Sie Vertrauen wie das der jungen Frau aus Franken. Aber die Menschen reagieren, wie Sie sehen. Sie bleiben nicht auf dem Sofa sitzen, sondern sie gehen auf die Straße. Allein 50.000 waren es am Wochenende, die im Hambacher Wald demonstriert haben für eine Energiewende, für einen Kohleausstieg. 18.000 haben in München für eine Agrar- und Verkehrswende demonstriert. Diese Woche kam außerdem der Bericht des Weltklimarates. Auf diesen Sonderbericht haben vor allem die Inselstaaten gedrängt, denen buchstäblich das Wasser bis zum Halse steht. Wie wir gehört haben, auch Küstenregionen in Deutschland kann es durchaus betreffen. Und auch hier hat man wieder gemerkt, wie eng Klimaschutz und Gerechtigkeit miteinander verflochten sind. Die Weltgemeinschaft hatte sich damals in Paris das Ziel gegeben, die globale Erderwärmung auf unter 2 Grad, deutlich unter 2 Grad zu beschränken. Und die Inselstaaten wollten wissen, was passiert mit uns, mit der Welt, mit uns allen, bei so einer Erwärmung auf 1,5 Grad, auf 2 Grad. An diesem Bericht wurde 2 Jahre konzentriert gearbeitet und herausgekommen ist ein dramatischer Appell. Allein schon bei 1,5 Grad werden Extremwetterereignisse zunehmen, werden Pflanzen und Tierarten aussterben, unwiederbringlich, werden viele, viele Menschen ihre Heimat verlieren. Und oberhalb der 2 Grad gerät das ganze Klimasystem aus den Fugen. Denn die Natur würde zusätzlich zum Mensch noch eigene, ja, noch gespeicherte, momentan noch gespeicherte Treibhausgase freisetzen. Beispielsweise aus der dauergefrorenen Erde in Sibirien oder aus dann zusammenbrechenden Kohlenstoffspeichern wie dem Amazonas-Regenwald. Und dann drohen eben diese unumkehrbaren Kipppunkte. Dann können unumkehrbare Rückkopplungseffekte entstehen, die die Erderwärmung auf über 4 Grad treiben können. Ja, und jetzt stellt sich für uns alle die Frage, wie reagieren Sie denn als Bundesregierung auf diesen dramatischen Appell? Wir haben es gehört, Sie blockieren auf Biegen und Brechen ambitioniertere CO2-Grenzwerte in Europa. Und es ist wirklich armselig, was Sie damit heimgebracht haben, Frau Schulze. Tut mir leid. Sie haben Zeit, um die Causa Maaßen wochenlang zu ringen, ja, und zu fighten. Aber was den Klimaschutz betrifft, das ist Ihnen vollkommen egal, wie man daran sieht. Und angesichts der kräftezehrenden Auseinandersetzung um den Hambacher Wald muss ich wirklich ungläubig den Kopf schütteln, wenn ich in diesem Bericht lese, und Sie alle haben es ja auch gelesen, ja, dass man die wirksamste Sofortmaßnahme im Klimaschutz beim Thema Kohleausstieg sieht. Deutschland ist der größte Braunkohleverstromer der Welt. Wie groß muss der Zaunfall denn noch sein, den man Ihnen vors Gesicht halten muss, damit Sie erkennen, dass Ihre Energiepolitik absolut verfehlt ist? Und auch hier wieder zeigt sich, ja, es gibt nicht nur klimatechnische Kipppunkte, es gibt auch gesellschaftliche Kipppunkte. Und diese haben wir jetzt erreicht. Der Hambacher Wald ist das Wackersdorf unserer Zeit. Und während die SPD-Vorsitzende noch hin und her überlegt, ob sie Klimaleugnerin oder Klimaschützerin sein will, haben sich Millionen von Menschen in diesem Land bereits entschieden. Und Frau Dött, Sie reden von Volksparteien. Haben Sie sich mal angeschaut, Ihre Umfragen, ob in Bayern oder in NRW, die fallen ins Bodenlose, außer da, wo Sie mit Grün regieren. Und warum? Sie können nicht regieren ohne Verantwortung für den Klimaschutz, ohne Verantwortung für nachfolgende Generationen. Und deshalb gehen die Menschen auf die Straße und deshalb werden die Menschen am Sonntag in Bayern für eine andere Politik stimmen. Vielen Dank. Die Rede von Lisa Ballum war das für die Grünen. Die Menschen haben sich entschieden, hat sie gesagt, für mehr Klimaschutz. Jetzt geht es weiter mit Carsten Müller für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, der IPCC-Bericht hat uns eines gezeigt, das 1,5-Grad-Ziel kann erreicht werden. Und ein Grund dafür ist eben auch, dass wir in den vergangenen Jahren eine ambitionierte Klimapolitik betrieben haben, dass wir Deutschland und Europa zum Vorreiter in klimapolitischer Verantwortung entwickelt haben. Und meine Damen und Herren, ich halte es für richtig, dass auch die EU-Fachminister sich gestern darauf verständigt haben, insofern die Klimaziele bis 2020 auf den Prüfstand zu stellen. Europa hat eine Vorreiterrolle, das ist richtig so. Und was mir persönlich besonders wichtig ist, ist das, was wir in Deutschland und in Europa an Lösungen überlegen, an Industrien entwickeln, an klugen Ideen hervorbringen, dass das skalierbar ist. Wir retten das Weltklima nicht in Deutschland alleine, wir retten das Weltklima nicht in Europa alleine. Deswegen kommt es der Union, uns bei Klimapolitik darauf an, dass das, was wir vorleben und was wir entwickeln, in anderen Ländern, in anderen Teilen der Welt, auch in Schwellenstaaten, in Entwicklungsstaaten nachgelebt werden kann. Nur so kann uns die Klimawende gelingen. Meine Damen und Herren, 3 Stichworte will ich Ihnen kurz zurufen. Stichwort Klimaschutzplan.
Er ist seit 2016 Leitfaden für eine weitgehend treibhausneutrale Wirtschaft und Gesellschaft bis zum Jahr 2050. Wir halten daran fest, wir halten diesen Klimaschutzplan für essentiell. Zweites Stichwort, erneuerbare Energien. Ich finde es richtig und gleichzeitig außergewöhnlich ambitioniert, dass wir im Koalitionsvertrag das 65-Prozent-Ziel für die Erneuerbaren bis zum Jahr 2030 festgeschrieben haben. Das ist nicht ganz einfach zu erreichen. Wenn man es richtig angeht, ist es allerdings auch vernünftige Wirtschaftspolitik. Was allerdings wichtig ist, und dafür müssen wir alle werben, ist die entsprechende Aufnahmefähigkeit der Netze, und da haben wir noch eine Menge zu tun. Ich glaube, dass wir tatsächlich im Jahr 2025 genauer wissen, ob wir die 2030er-Ziele erreichen können. Bis dahin müssen wir uns alle einsetzen. Und ich nehme hier das Stichwort Mobilitätspolitik. Mit den neuen und ich finde ambitionierten Zielen für den CO2-Flottenausstoß in Europa, und ich befinde mich da durchaus in ganz anderer Position als die Frau Ministerin, die offensichtlich jetzt allerdings schon davongegangen ist, erreichen wir es, den CO2-Ausstoß auch im Mobilitätssektor weiterhin und deutlich zu reduzieren. Meine Damen und Herren, eines ist mir dabei sehr wichtig. Wir haben langfristig einen deutlich absinkenden Trend der CO2-Emissionen im Mobilitätssektor. Dieser ist gebrochen worden in den letzten zweieinhalb Jahren. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir neuen, sauberen Dieselfahrzeugen eine Chance geben, nicht nur in Deutschland, in ganz Europa. Anders wird der Klimawechsel nicht gelingen. Meine Damen und Herren, kurzum, wer das Klima retten will, darf den Diesel nicht verteufeln. Stichwort Kohle. Die Bundesregierung hat eine Kommission eingesetzt. Die wird bis zum Ende des Jahres gute Ergebnisse liefern. Und meine Damen und Herren, ich möchte die Zeit nutzen, mich auch noch mal dem Thema Hambacher Forst zuzuwidmen. Und ich greife da mal die Worte und das Petitum meiner Vorrednerin von den Grünen auf. Wollen wir mal gemeinsam dem Populismus den Kampf ansagen? Und ich habe Ihnen insofern, und Herr Krischer weiß das schon, ich habe meistens Herrn Krischer etwas dabei, damit sich seine Aufregung dann, jedenfalls nachdem ich es gesagt habe, allmählich legt. Ich habe mir mal mitgebracht und werde Ihnen den zitieren. Die Leitentscheidung der nordrhein-westfälischen Landesregierung, die diese am 5. Juli 2016 veröffentlicht hat. Seinerzeit in der Landesregierung SPD und Grüne. Auch unsere Bundesumweltministerin war damals Mitglied dieser Landesregierung, aber die Grünen waren es eben auch und die Grünen stellten den Umweltminister. Und diese Leitentscheidung beinhaltet einige ganz bemerkenswerte Sätze, die seinerzeit der grüne Umweltminister Herr Remmel der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Ich zitiere. Entscheidungssatz 1. Braunkohlenabbau ist im Rheinischen Revier weiterhin erforderlich. Dabei bleiben die Abbaugrenzen der Tagebaue Inden und Hambach unverändert und der Tagebau Garzweiler II wird so verkleinert, dass die Ortschaft Holzweiler, die Siedlung Dackweiler und der Hauerhof nicht umgesiedelt werden. Aha, schon mal interessant. Der nächste Satz, den ich Ihnen zitiere, ist noch interessanter. Und Frau Kollegin Badum, er wird wahrscheinlich auch die junge Frau aus Franken besonders interessieren, die Sie getroffen haben. Wahrscheinlich wird sie das nächste Mal darauf ansprechen. Die Leitentscheidungen von 1987 und 1991, im Übrigen immer eine nicht unionsgeführte Landesregierung und Beteiligung auch der Grünen zum Teil, haben die Braunkohle als sicheren, heimisch verfügbaren und preiswerten Rohstoff bewertet. Diese Bewertung gilt weiterhin. Damit bleibt Braunkohlenabbau in den Tagebauen Garzweiler II, Hambach und Inden in Nordrhein-Westfalen zur langfristigen Energieversorgung weiter erforderlich. Meine Damen und Herren, Herr Krischer, das sind Ihre Worte, die Sie der Öffentlichkeit verschweigen. Das dürfen wir nicht durchgehen lassen. Klimaschutz geht anders. Klimaschutz geht mit dieser Regierung. Klimaschutz geht mit der Union. Vielen Dank. Carsten Müller war das für die CDU-CSU-Fraktion. Klimaschutz geht mit dieser Regierung, hat er gesagt. Nach ihm jetzt Nina Scheer für die SPD-Fraktion. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wie schon verschiedentlich angeklungen ist, ist der Bericht, der IPCC-Bericht, erneut ein Aufruf, dass wir handeln. Und wenn man sagt erneut, dann muss man das einfach immer wieder unterstreichen. Aber man darf damit auch nicht unterstellen, wie das hier teilweise angeklungen ist, dass bisher überhaupt nichts erreicht wurde. Ich komme da nachher noch mal, wenn mir die Zeit bleibt, auf ein paar Äußerungen von Herrn Köhler zu sprechen, die mich doch sehr irritiert haben. Sie sitzen inzwischen sehr nah an der AfD, auch von Ihren Haltungen her, was irritierend ist. Den Klimaschutz
anhand des IPCC-Berichts, der uns jetzt vorliegt, noch mal genauer anzuschauen, bedeutet, dass wir eben einfach nicht einfach nur ein Wort Klimaschutz aufgreifen, sondern dass wir tatsächlich es mit einer Gerechtigkeitsfrage zu tun haben. Der Bericht zeigt ganz deutlich auf, dass wenn man nicht schnellstens dafür Sorge trägt, so wenig CO2 wie möglich noch in die Atmosphäre auszustoßen, dass dann es unbeherrschbar wird, dass dann immer mehr Menschen in Armutsfallen gestoßen werden, dass mehr Klimaschutzflüchtlinge unterwegs sein werden. Wir haben heute schon 25 Millionen. Es wird damit gerechnet, dass es bis zu 140 Millionen 2050 dann sein können. Wir mögen uns gar nicht ausmalen, was das für soziale Verwerfungen bedeutet, was das für Herausforderungen bedeutet, dass es an Kriegen wahrscheinlich auch bedeuten kann, wenn heute schon wir Schwierigkeiten haben, bestimmte Verhältnisse auf dem Erdball noch im Lot zu halten und heute schon friedenspolitische Herausforderungen haben, die wieder einen neuen Höhepunkt genommen haben, dann möchte ich mir nicht ausmalen, wie das wird, wenn wir tatsächlich eine 2-Grad-Erwärmung haben. Insofern sollten wir das ernst nehmen und nicht darauf spekulieren, dass es vielleicht doch nicht so schlimm wird. Wir sollten es ernst nehmen, dass es nur so wenig CO2 wie möglich noch ausgestoßen wird. Und insofern ist es natürlich schon wichtig, auch zu gucken, was kann man machen. Was kann man in der Realität umsetzen? Und einfach nur zu sagen, das hat alles nichts gewirkt, und da komme ich jetzt mal zu Ihrem massiven Denkfehler, Herr Köhler. Wenn Sie sagen, das hat alles nichts gebracht und sich dann offenbar nur daran orientieren, dass bestimmte Klimaschutzlücken noch da sind zu den eigengesteckten Zielen, dann unterstellen Sie, dass überhaupt nichts stattgefunden hat. Sie rechnen aber nicht, was denn heute an Ausstoß da wäre, an CO2-Ausstoß, wenn wir keinerlei Ausbau erneuerbarer Energien zum Beispiel gehabt hätten. Ja, diesen Denkfehler, den begehen Sie hier. Und das ist natürlich sträflich. Das ist natürlich sträflich, weil Sie damit verkennen, dass bei ungefähr 800 Millionen Tonnen CO2, die wir jährlich in Deutschland alleine haben, 800 Millionen Tonnen CO2, bedeuten 14,8% erneuerbare Energien, die wir heute in Deutschland schon ausgebaut haben, im Gesamtsektor erneuerbare Energien. Das bedeutet alleine ein Äquivalent von eingesparten 178 Millionen Tonnen CO2. Das müsste man quasi obendrauf rechnen, wenn wir bisher nichts an erneuerbaren Energien ausgebaut hätten. Daran sieht man, dass es natürlich falsch ist, einfach so zu tun. Sie tun einfach so, Sie haben davon gesagt, es sei alles verfehlt. Sie haben davon gesprochen, dass es hier verfehlt sei, dass die Maßnahmen verfehlt seien. Die Klimaschutzmaßnahmen, auf die haben Sie sich bezogen. Verdrehen Sie jetzt nicht im Nachhinein Ihre Rede. Sie haben sich auf den Klimaschutz bezogen. Insgesamt, um noch mal die Zahlen zu verdeutlichen, könnte ich jetzt mal ausreden? Die erneuerbaren Energien stehen mit den 14,8%, die ich gerade schon genannt habe, und den 178,6 Millionen sind es sogar, Tonnen CO2-Einsparung, ungefähr für 7,5 Mal Jens Schwalde. Ja, nur um das mal plastisch zu machen. Sie stehen für oder äquivalent für 5,7 Mal Neurath oder für 7,2 Mal Niederaußen. Also, das sind die Zahlen, um die wir jetzt schon reden, wenn wir auf die erneuerbaren Energien gucken und das Potenzial, was darin steckt, um beim Potenzial zu bleiben. Wenn dann von Deindustrialisierung gesprochen wird, jetzt arbeite ich mich tatsächlich an Ihrer Rede ab, Herr Köhler, aber es muss einfach mal gesagt sein. Wenn wir wirklich Sie haben das Wort Deindustrialisierung gebracht. Es ist auch das absolut verfehlt. Wir haben 320.000 Arbeitsplätze inzwischen schon im Bereich der erneuerbaren Energien. Man könnte mehr haben, das stimmt. Man könnte es. Und wir haben da bestimmt auch zu stark auf die Bremse gedrückt in Deutschland, was den Ausbau erneuerbarer Energien angeht. Aber hier einfach von Deindustrialisierung zu sprechen, wenn es um Klimaschutzmaßnahmen geht, das ist einfach falsch. In der Braunkohle arbeiten heute noch, 20.000 Beschäftigte, vielleicht noch 10.000 obendrauf an Anschlusstätigkeiten. Aber das sind die Verhältnisse, doch, das sind die Zahlen. Und wenn Sie einfach von Deindustrialisierung im Kontext von Klimaschutz sprechen, dann vernebeln Sie, Sie machen der Bevölkerung was vor. Und das ist Vergessenheit. Das ist Vergessenheit, ob der Möglichkeiten, die in Deutschland stecken, ob der Möglichkeiten, die wir hier haben. Und das ist einfach blamabel, dass Sie so etwas hier hinlegen. Jetzt ist meine Zeit leider um. Es gäbe noch ein paar andere Sachen zu sagen. Nina Scheer war das für die SPD-Fraktion, die hier gesagt hat, dass der Umstieg, Umbau Richtung erneuerbare Energien keineswegs einhergehen müsse mit einer Deindustrialisierung der Republik. Nach ihr jetzt Carsten Möhring für die CDU-CSU. Kolleginnen und Kollegen,
Ich möchte mich in meinen Ausführungen zunächst mal ein bisschen auf den Bereich von Wohnen und Bauen beziehen, nämlich ein wesentlicher Teil, ein wesentlicher Sektor, den wir zur Erreichung der Klimaziele brauchen. Bezahlbares Wohnen, Bauen, Energieeffizienz und Klimaschutz dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Das hat der Wohnungsgipfel noch einmal deutlich gemacht. Der Bund will aber trotzdem, und er wird es, die Anforderungen des EU-Rechts zum Anfang 19 und zum Anfang 2021 für die öffentlichen Gebäude und für die Wohngebäude auch umsetzen. Wir bleiben aber dabei, dass wir die Frage von Wirtschaftlichkeit, Technologieoffenheit, vereinfachte Verfahren, Freiwilligkeit, dass wir diese vier Bereiche dabei auch im Auge behalten. Die energetischen Anforderungen, die wir definiert haben, werden für alte und neue Gebäude fortgelten. Da machen wir keine Abstriche. Und die erfolgreiche Förderung von Energieeffizienzmaßnahmen, die wir bisher schon auf den Weg gebracht haben für die erneuerbaren Energien im Gebäudesektor, zum Beispiel durch das CO2-Gebäudesanierungsprogramm und das Marktanreizprogramm, wird auch aus diesem Grund weiterzuführen sein und wird auch weitergeführt. Und sie bieten weiterhin Potenzial zum Ausbauen, wenn es so nicht reicht. Und dass es so nicht reicht, da glaube ich, haben wir auch Konsens. Der Bund wird parallel zu dem Vorgehen in der Strukturwandelkommission, die schon mehrfach heute angesprochen worden ist, auch Vorschläge erarbeiten, wie wir die sektoralen Ziele erreichen bis 2030 im Gebäudebereich, wobei die Gleichwertigkeit der Zielsetzung bezahlbares Bauen und Wohnen auch im Koalitionsvertrag schon berücksichtigt ist. Es soll angemessen beachtet werden. Der Bund wird darüber hinaus eine Langfriststrategie zur Effizienzsteigerung erarbeiten und den Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz weiterentwickeln. Liebe Kolleginnen und Kollegen, seit ungefähr einem Jahrzehnt reden wir über die Frage der steuerlichen Förderung bei der energetischen Sanierung. Und seit ungefähr einem Jahrzehnt haben wir das Problem, dass die Länder an dieser Frage mauern, weil sie sich nicht an den Steuermindereinnahmen beteiligen wollen. Jetzt haben wir diese Absicht prominent im Koalitionsvertrag stehen, den auch zahlreiche Vertreter aus den Ländern in unseren Parteien unterschrieben haben und die ihn damit auch umsetzen müssen. Das ist nicht nur unsere Sache hier auf der Bundesebene. Ich frage mich allerdings, warum ich vom Finanzminister nichts darüber höre, dass er sich mal mit seinen Länderkollegen über diese Frage austauscht und die in die Pflicht nimmt, das zu tun. Das kann ja nicht sein, dass man nur Absichtserklärungen macht und dann von uns einfordert Maßnahmen, aber ansonsten sich einen schlanken Fuß macht und geht. Es sollte allen klar sein, dass wir mit der Sanierungsquote, die wir zurzeit haben, unter 1%, dass wir damit nicht zum Ziel kommen, sondern dass wir eine deutliche Erhöhung dieser Quote brauchen. Und das geht nur mit einem Bündel von Maßnahmen. Dafür müssen alle staatlichen Ebenen zusammenwirken und eben auch die Länder und die steuerliche Förderung von energetischer Gebäudesanierung gehört dazu und wir müssen sie auch erreichen. Aber ich will nicht nur auf die Länder schimpfen. Wenn ich in mein eigenes Bundesland Nordrhein-Westfalen gucke, dann kann ich nur feststellen, dass die Umweltministerin Hein-Esser und die Bauministerin Scharrenbach in diesen Fragen engagiert unterwegs sind. Die Energieagentur Nordrhein-Westfalen macht seit langem auch schon unter vorigen Regierung gute Arbeit und setzt sie unter der jetzigen Regierung fort. Und vielleicht noch ein Beispiel aus meiner Heimatstadt Köln. In Köln haben wir 80.000 Bäume in der Stadt. Und wir haben in Köln etwas, was es bundesweit nicht gibt, nämlich ein Waldlabor. Ein Waldlabor, das dazu dient, zu erproben, welche Bäume in der aktuellen Situation und auch bei weiterer Temperatur, bei weiterem Temperaturanstieg optimal geeignet sind in der Stadt. Jetzt könnte man sagen, das ist nur Kurieren an Symptomen. Aber wir wissen, dass die Bäume eine temperaturdämpfende Wirkung haben, einen Beitrag zur Luftreinhaltung leisten und, wenn auch nur in geringem Umfang, auch eine CO2-Senke sind. Also das sind Maßnahmen, die wir brauchen. Damit können wir das nicht erschöpfen. Der Wald auch ist richtig. Ich möchte aber die Argumente nicht wiederholen, die hier schon genannt worden sind. Guter Wald, schlechter Wald. Wir müssen gucken, wofür wir Wald abholzen und wofür nicht. Und da gibt es keinen fundamentalen Unterschied zwischen Windkraftanlagen im Wald und Waldabbau zur Energiegewinnung über Braunkohle.
Wir werden uns bei der Frage der Strukturkommission und dem Ausstiegspfad aus der Kohle sehr genau angucken, was wir bis wann erreichen können und was zur Sicherung der Energieversorgung noch notwendig ist. Und ich will nicht kommentieren, was das Urteil des Verwaltungsgerichts in dieser Sache gesagt hat. Den Gerichten folgen wir. Aber es wird im Hauptsacheverfahren zu klären sein, ob es notwendig ist oder nicht. Und bis dahin enthalte ich mich eines Urteils. Nur wir sollten mit der Heuchelei aufhören, dass wir sagen, wir machen da einen Unterschied. Und ja, der IPCC-Bericht ist ein Weckruf und er sagt uns, wir können dieses Ziel erreichen. Aber liebe Grüne, Sie haben jetzt diese Aktuelle Stunde beantragt. Sie bleiben aber bei Ihren Aussagen bei einer sehr stark symbolgeprägten Politik. Wenn Sie sich im Einzelnen mal anschauen, was wir machen müssen, um dieses Ziel, das im IPCC-Bericht genannt wird, zu erreichen, dann haben wir da Punkte, da gehen Sie auf die Bäume. Da geht es nämlich um die Frage, müssen wir über Gentechnik verbesserte landwirtschaftliche Erträge erreichen? Herr Kollege, die Zeit da geht es, ja, ich komme so gleich zum Ende, da geht es um die Frage, wie wir beispielsweise mit der riesigen Aufforstung weltweit umgehen. Da geht es um Fragen, wie wir mit Energiepflanzen ausbauen. Kommen Sie bitte umgehen. Zum Ende. Ich komme zum Ergebnis. Ich meine, liebe Grüne, lassen Sie Ihre Symbolpolitik bleiben. Machen Sie sich mit uns auf den mühsamen Weg in der Ebene. Bei den zahlreichen Maßnahmen, über die wir jetzt reden, beschließen Sie die mit uns. Und jagen Sie die Leute nicht auf die Bäume. Mit Symbolpolitik kommen wir nicht weiter. Nur mit konkreten Maßnahmen, daran arbeiten wir. So, der letzte Redner. Symbolpolitik hat er den Grünen vorgeworfen. Carsten Möhring war das für die CDU-CSU-Fraktion. Letzter Redner in dieser Aktuellen Stunde, jetzt Matthias Miersch für die SPD. Zunächst meinen Dank an die Grünen, weil ich finde, es ist richtig, wenn wir einen solchen Bericht international vorgelegt bekommen, dass wir hier im Parlament uns damit auch mit einer Aktuellen Stunde auseinandersetzen. Jetzt schieben Sie mich gleich dieses Pult hier. Mit Herrn Köhler kann ich nicht ganz mithalten. Das zeigt ja diese Stunde, wir haben etwas vor uns, was weit über Legislaturperioden hinaus reicht. Und deswegen finde ich, muss eine Aktuelle Stunde wie diese dazu dienen, die Frage zu stellen, fühlen wir uns eigentlich in der Lage, in der Demokratie, als Parlament eine solche Menschheitsaufgabe miteinander zu lösen. Und nach dem, was ich hier gehört habe, sage ich, eine Gruppe scheint nicht mal bereit zu sein, das zu akzeptieren, was Tausende von Wissenschaftlern weltweit uns augenblicklich sagen. Dann ist man, glaube ich, draußen. Da kann man nichts mehr machen, aber Sie werden sich vielleicht irgendwann mal gegenüber Ihren Kindern, Ihren Enkel verantworten müssen, warum Sie solche Haltung hier eingenommen haben. Ich hoffe, wir machen es wett. Bei den anderen, glaube ich, ist die Grundsatzfrage, die wir stellen müssen, Herr Köhler, sind wir bereit zu akzeptieren, dass wir uns völkerrechtlich verpflichtet haben? Und im Rahmen beispielsweise der völkerrechtlichen Verpflichtungen, was das Klimaschutzziel 2030 anbelangt, dort als Bundesrepublik Deutschland, als Europäische Union zu liefern. Denn eins ist klar, wenn wir mit unseren CO2-Fußabdrücken nicht liefern, werden wir viele Menschen, viele Länder dieser Welt niemals dazu bewegen können, ebenfalls eine Wende mitzutragen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das Dritte ist, wie schaffen wir es miteinander, gegebenenfalls um den besten Weg zu ringen? Und wenn diese Aktuelle Stunde einen Sinn haben soll, und ich finde, sie soll einen Sinn haben, dann würde ich sagen, Olli Krischer, so schlecht ist das gar nicht, was wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Aber es steht da nur drin. Und jetzt müssen wir als Parlamentarier tatsächlich liefern. Und dazu ein paar Anmerkungen. Ich glaube, das, was wir einmal vereinbart haben mit der Kommission, ist der Ansatz, den wir eigentlich brauchen. Wir haben bei dem Thema Atomausstieg erlebt, was für eine Planungsunsicherheit wir fabriziert haben für Wirtschaft, für Verbraucherinnen und Verbraucher. Das darf nie wieder passieren.
Und deswegen müssen wir versuchen, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, möglicherweise sogar den größten, der aber über Legislaturperioden hinweg trägt. Und da sage ich, ist der Ansatz, den diese Bundesregierung, diese Koalition gewählt hat, indem wir gesagt haben, wir bilden eine Kommission, die alle gesellschaftspolitischen Gruppen aneinander zusammenbringt. Dieser Ansatz ist für mich der einzig richtige. Denn in dem Moment, wo wir das verlassen, droht, dass wir in 4 Jahren wieder genau das Gegenteil hier machen. Ob das gelingt, wird diese Kommission zeigen müssen. Ich hoffe nur, dass dieser Ansatz tatsächlich und die Verantwortung von allen gespürt wird. Das Zweite, was wir in den Koalitionsvertrag neben dieser Kommission reingeschrieben haben, im Übrigen, sie gilt auch im Verkehrsbereich, leider spät angefangen zu arbeiten, aber ich hoffe, da passiert was. Das zweite große, und ich bin mir sicher, dass viele in diesem Haus noch überhaupt nicht wissen, welche große Herkulesaufgabe damit verbunden ist, ist das Thema Klimaschutzgesetz. Denn wir reden an vielen Stellen nur über Energie. Wir müssen auch reden über Verkehr. Wir müssen reden, Herr Möhring zu Recht, über Gebäude. Und da werden wir um den besten Weg ringen müssen. Und da sage ich mal, Herr Köhler, da geht es nicht einfach darum, dass man über irgendwelche Emissionshandel philosophiert, die augenblicklich jedenfalls nicht in greifbarer Nähe sind und die meines Erachtens von vielen dazu verwendet werden, jetzt nicht zu liefern. Was wir jetzt machen müssen, ist, dass wir zwischen Anreizsystemen, zwischen ordnungsrechtlichen Maßnahmen tatsächlich Nachhaltigkeit leben. Und ich sage Ihnen, wenn wir nicht begreifen, dass der CO2-Ausstoß bei einem Pkw möglicherweise eine Wettbewerbsfrage der Zukunft ist, dann werden wir hier als Industrienationen das Problem bekommen. Und deswegen müssen wir jetzt umsteigen. Und ich glaube, Sie müssen, Herr Köhler, auch attestieren, dass die FDP mit ihrem marktwirtschaftlichen Denken genau auf dem Holzweg gewesen ist, als sie beispielsweise mit die Laufzeitverlängerung beschlossen haben und nie an die Folgekosten gedacht haben. Deswegen, wenn der Bundesrechnungshof beispielsweise uns jetzt ins Stammbuch schreibt, wir sollten über CO2-Bepreisung nachdenken, dann sind das Mechanismen, wo wir uns möglicherweise miteinander hier in den nächsten Monaten besprechen und auch committen können. Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gilt jetzt umzusetzen. Ob uns das gelingt, weiß ich nicht. Aber wir haben, Herr Krischer, mit dem Klimaschutzgesetz und mit dem Ansatz, dass wir die gesellschaftlichen Gruppen zusammenbringen wollen, glaube ich, zumindest die Grundlagen gelegt. Und jetzt müssen wir alle gemeinsam liefern, wenn wir der Verantwortung gerecht werden wollen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Matthias Mirsch war das für die SPD-Fraktion, der letzte Redner in dieser Aktuellen Stunde über Maßnahmen zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels. Es war nochmal zum Abschluss ein engagierter Appell zum Umstieg. Raus aus den Fossilen, rein in die Erneuerbaren. Matthias Mirsch hat betont, welche Chancen da drin auch liegen. Morgen, meine Damen und Herren, geht es weiter. Hier im Bundestag ab 8.45 Uhr zur gewohnten Stunde sind wir wieder für Sie da. Für heute gebe ich zurück ins Phoenix-Studio zur Kollegin Sonja Fuhrmann.